Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Color Dash Magic the Gathering Magic Duels. Ich sag ganz viel anders, die Welt heißt Color Dash, genauso wie die Edition. Magic Duels heißt die Download-Version, die man sich runterladen kann. Und Magic the Gathering ist das ganze Spiel, auf dem das hier ist. Deswegen auch Magic the Gathering ist auf den Pappkarten drauf. Die ich persönlich ein bisschen präferiere, aber es ist okay. Wollen wir in das letzte, vielleicht letzte Kapitel dieser Geschichte eindringen. Da schließen die wiedervereinten Wächter aus der Zuschauermesse hervor. Chandra eilt in die Arena, um ihre Mutter zu schützen, mit Nissa und Jace in ihrer Seite. Chandra entlädt ihre ganze Wut auf Pias Häscher. Ich glaube nicht, dass wenn die mit einem Planeswalker so viele Probleme an das 3 kommen müssen, wie konnten sie dann die Eldarsari besiegen? Wisst, was ich meine? So. Fast schon ein bisschen unfairer Kampf. Und wen spielen wir? Ach, wir spielen drei Planeswalker. Okay. Gucken wir mal wieder so ein fertig vorkonstruiertes Deck. Das finde ich ganz gut hier, die Karte. Vor allem für die Edition. Wir müssen erstmal gucken. Wir wissen schon, der kriegt +1/+1 Trample. Der verursacht eh schon Trampelschaden. Und wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir 5 Leben. Da kriegen wir dreimal Strom, wobei wir so viel Schaden machen können, wie wir Strom besitzen. Hier kriegen wir 2 Strom und dürfen uns Standardland durchsuchen. Und das ist der Planeswalker Nissa in dem Fall, der neue. Der sagt, in Tappe ein Land deiner Wahl, kann man das irgendwie größer machen? Oh ja, so kann man es viel besser lesen. In Tappe ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, bis zu deinem nächsten Zug, wird es zu einer 5-5 Elementarwesen-Kreatur mit Eile. Es ist immer noch ein Land. -3. Bring eine beliebige Karte aus deiner Wahl aus deinem Friedhof auf die Hand zurück. Kann ganz nett sein, ja. Du erhältst ein Problem mit immer. Wenn ein Land unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine Karte ziehen. Das finde ich nice. Sehr teuer, aber ich finde es nice. Wir halten mal tatsächlich die Hand und spielen mal hier Ätherresonanz. Und holen uns dann mal ein rotes. Dann haben wir alle Mana erstmal vorhanden. Rot, Grün, Blau, alles da, alles da. Wir können alle spielen. Nur die beiden nicht, weil die Doppelgrün brauchen. Mal gucken, wie viele Grüne hier überhaupt drin sind. Das weiß ich nicht. Oh, da muss ich sie nochmal zeigen. Das ist der neue, super teure Planeswalker. Ich glaube, um die zwischen 30 und 40 Euro, wenn man sie Non-File zieht, also ganz normal. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst diese Karte wirken. Falls du dies nicht tust, fügt Chandra Fackel des Widerstands jedem Gegner 2 Schaden zu. Also zusätzliche Card Draw, also +1 zusätzlich Card Draw im Grunde. Oder wenn man sie nicht casten kann, dass sie nicht umsonst weg ist, noch Damage machen, finde ich nice. +1, du kriegst 2 Mana dazu, kann auch ganz nett sein. -3, fügt einer Kreatur 4 Schaden zu. Meine Wahl. Einfach schießen, aber mit -3 ganz schön heftig. Du erhältst ein Emblem mit immer. Wenn du einen Zauberspruch wirkst, führt dieses Emblem einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 5 Schaden zu. Also extrem nice. So, aber da wir sie noch nicht casten können, machen wir erstmal hier unseren kleinen Hans Wurst. Mit diesen Stromdingern können wir mit dem bis zu 7 Schaden zufügen. Nur so, für 2 Mana, ne? Das war's schon? Oh, für uns, wir kriegen Hellsicht. Nice, das finde ich gut. Können wir Mana produzieren, ne? Lassen wir mal oben. Ich muss mal gucken. Und zwar immer, wenn der hier angreift. Das heißt, ich muss das vorab schon sagen, bevor er blockt. Finde ich ein bisschen schade. Naja, ist wie es ist. Ja, ich möchte tatsächlich Strom bezahlen. Schade, dass er es nicht sagen kann, wenn er geblockt wird, kann ich Strom bezahlen. Dann wäre er noch ein bisschen geiler. Finde ich cool mit dem Strom. Also die Animation meine ich jetzt. Oh, okay. Der will uns ganz schön einen auf die Omme hauen.
müssen wir drei kriegen. Den entsorge ich mal lieber, der nervt mich ein bisschen. Die arbeiten übrigens zusammen, ne? Den haben wir zwar schon besiegt, aber er ist wieder da. Er ist wieder da. Wir werden ihn einfach nicht los. Wir könnten jetzt hier Chandra. Dann haben wir noch zwei rote. Wisst ihr was? Das machen wir sogar. Mehr brauchen wir nicht. In dem Fall würde ich sagen, machen wir es mal nicht. Ich weiß, einen Schaden, aber ich glaube, den können wir auch anders benutzen. Wir lassen die erstmal so, wie sie ist. Er wird wahrscheinlich sowieso den Planeswalker angreifen. Sagte ich doch. Das ist nice. Nun, wir enttappen es leider nicht. Ich entsorge den auch noch. Dann haben wir Ruhe. Wir haben hier auch noch einen Blocker. Nein. Den Sturm möchte ich für andere Sachen aufbewahren. Die pimpen wir einfach hoch. Nett. Jede Runde 2 extra Mana und er kann nichts casten. Schon fast ein bisschen unfair. Sollte hoffentlich reichen. Das sind ja schon alleine 10. Naja, okay. Er war ein bisschen Mana-Mangel, ein bisschen gescrewt. War jetzt nicht so sonderlich schlimm. Ein klares Ding, ne? Schon fast ein bisschen schade, dass es so einfach war jetzt. Yay, 50 Münzen. Yay, gucken, was die Story sagt. Oh, wir erhalten ein Booster-Paket. Okay. Okay, wir müssen leider auf den Button klicken. Neue Karten freigeschaltet. Jetzt dürfen wir auch die neuen Karten spielen? Okay. Mit vereinten Kräften gelingt es den Wächtern, Pia zu beschützen und gleichzeitig sich Tesseret und den Konsulat in Schach zu halten. Im Schach, das war sowas von weggeburnt. Burnt. Im letzten Moment zieht sich Tesseret zurück und flieht aus dem Kampf. Doch während die Wächter abgelenkt sind, beschlagnahmen Vollstrecker des Konsulats die besten Erfindungen, verhaften ihre Erfinder und ziehen sich zum Turm des Konsuln zurück. Ja, genau, die Sachen klauen, das ist... Ja, gibt es auch so andere hier in der Welt, die das so machen würden. So zwei großen, ganz große Mächte. Ganz, ganz große Mächte. Naja. Chandra und Pianala sind endlich wieder vereint. Doch Tesserets Schatten zieht bedrohlich auf Kaladesh. Ja, der wird sich jetzt wahrscheinlich... Hier, guck mal, er hat sogar eine Statue für sich. Er wird verehrt. Ich dachte, er ist nur ein Gast, aber er wird sowas von verehrt. Sowas von verehrt. Sowas von. Sie haben leider keine Starterbox erhalten. Sehr nice. Da sind ein paar Decks drin. Ich wollte jetzt mir eigentlich die Sachen angucken.
Hallo, was geht denn jetzt hier ab? Nice. Die meisten sagen mir nichts. Jetzt darf ich mir, glaube ich, eine aussuchen, ne? Oder sind das alle, die wir haben? Ich glaube, das sind alle, die wir haben. Okay, das hatten wir schon. Und die beiden sind neu. Alles klar. Aber wir haben doch noch einen Booster. Ich will mehr Informationen. Ja, danke. Danke. Mann, was war das denn hier? Okay, die Basic Lens kennen wir. Die finde ich sehr hübsch übrigens immer. Was sind das? Hüllen? Kartenhüllen, tatsächlich. Premium. Oh. Man muss ja gucken, wie man Geld macht, ne? Was ist eigentlich mit dem Booster, den ich bekommen habe? Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar Münzen. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal zwei Booster aus der Edition. Ich wollte Pack öffnen, bevor es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was da los war. Okay, sieht jetzt alles nicht so aus. Okay. Wir können uns aber noch mal einen Booster holen. Aber nicht dieser Edition. Ich möchte noch mal in den Shop gehen. Welcher war denn ganz gut? Der war natürlich mega. Wir holen uns noch mal einen hiervon, habe ich Lust. Davon haben wir gefühlt viel zu wenig geholt. Nice. Die finde ich ganz gut persönlich. Die, einige sagen, die sind echt gut. Ich weiß nicht, ob ich den so gut finde. Ich weiß es noch nicht. Ziehen eine neue Hand und er wird günstiger für jede Hexerin spontan Zauber in unseren Friedhof. Und immer wenn wir eine Nicht-Kreaturenkarte spielen, kriegt er +1/+1- bis zum Ende des Zuges. Naja, okay. Ich möchte gern ein neues Deck machen. Okay, sind hier alle Editionen drinne? Ah ja. Ich würde mal gerne grün sehen wollen. Nach Mana, also nach Casting Cost. Ja, die Karte ist gut. Also ich denke zumindest, die ist gut. Ich mag sie. Wir bauen uns mal ein neues Deck. Obwohl, ich lasse sie ganz kurz nochmal drin. Ah. Der ist extrem gut. Ich packe jetzt mal ein paar Karten rein und dann gucken wir mal weiter. Also ihr wisst ja, wie ich das mache. Sind das nicht die exakt dieselben? Nee, der hat einen mehr Abwehr. Der kann ich auf gegnerische Schaube auch packen. Ah. Der Elf ist immer gut. Den finde ich auch sehr gut. Der macht, wenn der ins Spiel kommt, schau die obersten vier Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte offen vorzeigen und die auf dem lege die Rest im Bibliothek unter die Bibliothek. Schon mal sehr nice, eine extra Kreaturenkarte zu holen.
Wenn du den hier opferst, während du einen Zauberspruch mit Aufblitzen wirkst, ja okay, so viel werden wir wahrscheinlich nicht haben. Ich guck mir erstmal die Karten an. Ich dachte gerade, vielleicht sollte ich das mal in einem einzelnen Bereich machen. Abgekoppelt von der letzten Story. Okay, jetzt nehmen wir mal eine andere Farbe. Ich würde gern danke. Gucken uns jetzt nochmal alle an. Erstmal reinschmeißen und gucken. Weiß finde ich natürlich sehr nice. Ah, Doppelweiß ist genauso schwer wie Doppelgrün. Und Equipments weiß ich noch gar nicht, wie viel ich da... Ich pack den erstmal rein. Und ihr wisst ja, rausfliegen tut's. Ich möchte ein Kreaturendeck tatsächlich ein bisschen basteln. Gerade überlegt, den reinzubauen. Den finde ich eigentlich super nice. Aber wir haben gar nicht so viele Nicht-Kreaturen. Es kann sein, dass der wieder raus... Oder wahrscheinlich fliegt der wieder raus. Das könnte ganz nett sein. Wir lassen es aber erstmal. Nicht bis jetzt so, wo ich sage, boah, die muss rein. Einen Zauberspruch können wir auch mal rein, also ein Counterspell. Wahrscheinlich wird es wieder so ein Five-Color-Deck. Aber denk dran, wir können auch gerne Karten rausschmeißen. Ich bin da jetzt nicht so drauf fixiert. Irgendwie falsch aus hier. Auch wenn es da ein anderer Arm ist. Der war eigentlich ganz nice, aber dazu haben wir hier die völlig falschen Karten. Ich glaube, für so ein Five-Color-Deck haben wir auch die völlig falschen Karten. Kart ziehen finde ich immer gut. Eigentlich ganz nice, ne? Keine Ahnung, ob man die überhaupt spielen kann. So Mini Wrath of God hilft ganz gut. Und wir müssen überlegen, wir können ja auch nur mit den Karten arbeiten, die wir hier tatsächlich haben. Und wir haben ja noch nicht so viele.
Ach, ich glaube, Rot lasse ich jetzt tatsächlich mal weg. Ich glaube, es wird zu viel von den Farben her. Ich habe auch noch nicht so viele gesehen, die jetzt unbedingt... Also schon ein paar ganz nette sind dabei. Egal, wir lassen jetzt Rot mal aus. Grün hatten wir, glaube ich, schon. Ja, hatten wir schon. Das heißt, glaube ich. Ich weiß es. Oh, Multicolor. Oh, die finde ich echt nett. Ihr kennt einen Geist? Das ist die Verzauberung des Geistes. Zu teuer teilweise. Eine Kreatur zerstören und 3 Schaden zufügen. Wir nehmen das mal. Ach so, dann transformiert das Ding hier mit, ne? Ja. Wir haben auch nicht so viele Transmute-Karten. Das bringt also nichts. Oh, die möchte ich gerne. Den finde ich ganz gut. Den will ich auch mal gerne ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich fange ja auch an mit ehrlich gesagt, ey. Ich packe sie erstmal rein. Oh, nice. Den nehme ich mit. Der ist richtig gut. Der ist wirklich gut. Gut. Ah, jetzt geht's mit den Ländern los, ne? Okay, wir können Rot nicht gebrauchen. Also alles, was kein... Habe ich weiße Karte eigentlich dabei? Ich habe grün, weiß, blau, schwarz. Okay, ich habe alle dabei. Oh, rot habe ich gar nicht. Dann kann ich den ja auch rausschmeißen. Okay. Alle Duels, die kein Rot enthalten, kann ich mitnehmen. Mache ich mal, auch wenn sie getappt ins Spiel kommen. Das Land habe ich. Das Land sagt zu Beginn meiner Versorgungsphase, und falls du 3 oder weniger mehr Artefakte kontrollierst, erhältst du ein Leben dazu. Ich glaube, ich habe nicht so viele Artefakte. Müssen wir gleich nochmal gucken. Oh, guck mal, wir können uns die auch verfeulen. Erhöht uns ein farbloses Mana. Wenn wir 4 Mana reinzahlen und diese hier opfern, durchsuchen wir die Bibliothek nach einer Artefaktkarte, ziehe sie offen vor und nimm diese auf die Hand und mische dann deine Bibliothek. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls du 3 oder mehr Artefakte kontrollierst. Wir brauchen also ganz viele Artefakte und ich glaube, so viel haben wir nicht. 1, 2, 3. Ja, okay. Scheiß drauf, das mache ich nicht. Da ist der Zufall viel zu groß. Wir nehmen die mal mit. Die gibt uns Leben. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob wir das wirklich machen sollten. Was sind die ganzen kommen getappt ins Spielländer, ne? Wir können auf jeden Fall noch ein paar Basics mitnehmen, und zwar von jedem ein Basic. Das klingt zwar super, ja, ich weiß. Ist auch ehrlich gesagt nicht der beste Deckbau-Tutorial-Dings da. 20 Länder. Wie viele Karten haben wir jetzt insgesamt? Eine brauchen wir noch. Eine Karte. Können den hier noch als Ultimate reinpacken, aber... Wie viele Artefakte haben wir nicht für den einen?
Das ist schwer, das ist schwer, das ist schwer, das ist schwer. So viele Fliegen haben wir nicht. Die paar Basics, die wir haben, danach suchen. Ja, ich glaube, ich nehme ihn hier. Einmal. So. Und dieses Deck müssen wir jetzt noch speichern. Ja, hier. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal ihn hier. Im Hintergrund von... Ah, oh, ist okay. Ach, falls man andere Höhen hätte. Uhuhu. Ja. Scheiß auf die Höhen. Four Color Ramp nenne ich es jetzt einfach mal. So, dann gehen wir raus. Dann haben wir es gespeichert. Und das Testen, das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Bin ja mal gespannt, ob es funktioniert. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Danke fürs Zugucken. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.